Hallo, ich bin Nina und ich bin Wild. Hallo, ich bin Paula Carolina und ich bin Barry. Hallo, ich bin Benny, 31 und ihr kennt mich von meinem Hit Büchsenbier. Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Erkennst du den Song? Eurem liebsten Format hier im Internet. Heute mit zwei unglaublich tollen Gästen. Zu meiner Linken, Nina Zuma! Hallo, ich will alles, ich will eine tolle Wildcarderin. Und die ist heute da, das ist Paula, Riesenapplaus! Habt ihr auch mal Bock, hier zu stehen und euch hier die Immos und die Dollars zu verdienen und eurem Stiefvater, der immer trinkt, nach Katane einzuladen? Dann bewerbt euch jetzt in den Kommentaren mit einer tollen Begründung, einem tollen Gastgeschenk und Daumen nach oben und Abo nicht vergessen, sonst gibt's direkt einen Push-Kick in den Nacken. Los geht's! Venezianer ohne Benzin. Ja. Ich liebe den Geruch von Tiefgaragen. Ey, ich liebe den Geruch von Kellern. Ja, ja, ist dieses muffige, ja, kalte, manchmal Staub. Gehe ich rein bei uns unten in den Keller, bei meinen Eltern. Mache ich. Ja, ich würde auch gerne mal schlafen in so einem Keller. Boah, das ist okay, das so riecht es bei mir zu Hause auch. Paula, du bist eine tolle Star-Wildcarderin und du bist auch Singer, Songwriterin. Du machst, du schreibst Songs. Manchmal. Was machst du für die Musik? Ich mache Indie-Pop mit Tanzbar-Moshpit-Aktionen. Ja, auch gut. Nein, nein, ich will nicht deine Trophäe. Connectet euch später mal, ihr seid ja beides Künstler. Hallo, es freut mich sehr. Hi. Hallo. Hi. Hallo. So macht man das doch, oder? Ja, ja. Nina, zu dir brauche ich gar nicht sagen, du bist absolut ein Superstar. Ich muss nur sagen, Waldberry Lele und jeder kann mitsingen. Und Waldberry Lele, ich will. Immos, ich will. Da, ich will. Fliegen wie bei Marvel. Ich will. Ich muss ein Canapés. Waldberry Lele. Ich kann auch mit auf Tour kommen, was Backup hinten. Waldberry Lele, ich mach die Adlibs. Ich will Dollars. Aber du bist natürlich ein absoluter Superstar und deswegen natürlich die Frage, hast du dich musikalisch vorbereitet oder lässt du dich fallen? Ich lasse mich fallen. Hast du gutes Repertoire? Klassik ist ja mein Ding, da bin ich ja ganz dabei. Promillepop natürlich auch, ja, sagt dir sicherlich was, ja. Von Dicht und Doof. Rudi, okay. Das frische Stein. Du kennst es? Na klar, Leute. Ich bin Rudi, das frische Schwein. Okay, weiter geht's. Schreibt, an welcher Ecke sie schon waren. Clouseau, Chicago. Chicago. Da habe ich richtig Herzschmerz gehabt, glaube ich, bei dem Song damals. Da war ich verliebt und ja. Dennis hat meine Liebe nicht erwidert. Das ist richtig peinlich. Ich habe den vor 2 Tagen live gesehen mit dem Song und habe es nicht erkannt. Also ich dachte, Dennis. Ja, das war er, glaube ich. Live getroffen? Ja. Nein. Also, er sieht immer noch gut aus. Das ist das Ding. Er verfällt nicht. Er ist ein Jungbrunnen. Forget Me von Luis Capaldi. Ich habe heute noch eine Modenschau gehabt im C&A, deswegen war es noch so ein bisschen drin. Ich habe auch gesehen, von deinem Song gibt es eine Neuauflage mit Juju. Ja. Ich will Immos, ich will ein Vermächtnis. Jede Zeile von mir bleibt in deinem Gedächtnis. Gib mir Diamonds und Gold, wenn's echt ist. Früher hatte ich nix auf dem Esstisch. Hast du sie kontaktiert oder sie dich? Ich habe ihr geschrieben in den DM. Nein. Ich ging, hallo Juju, hättest du Bock auf meinen Song zu jumpen? Und dann? Ist sie drauf gejumpt? Sie hat gesprungen und dann hat sie mir das geschickt und zwar sehr nice. Ist das geil. Paula, du bist ja Singer-Songwriterin und ich würde mich als Feature anbieten, Dicht und Doof, vielleicht mit dir gemeinsam. Da kannst du mal in unsere DMs jumpen, dann machen wir mal schön tanzbaren Promillepop. Soul, dann machen wir schön Soul. Hättest du Bock? Ja, das muss ich im Management natürlich klären, wie die Patente verlaufen und Textlied muss ich es annähern. Warum nicht? Paula, Vollgas geben. Ja, ich bin ja dran. Das ist rausgeschnitten. Weiter geht's. Inmitten der Flecken. Fuck! Das habe ich gerade noch angehört. Also auf jeden Fall Kraftklub. 3, 2. Ach scheiße. 1. Nein! Luft, trotz Staub und Zigarettenrauch. Ah, scheiße! Ist da dein Blick? Na, das war leider zu spät. Hä? Kraftklub, dein Blick! Nein! Ha. Ja. Blaues Licht, Kraftklub. Guter Song.
Kraftclub ist immer eine super Sache. Kraft ist auch grundsätzlich etwas Tolles. Club ist auch gut. Club ist auch gut. Bist du oft im Club? Nee, ich mag, in Berlin geht man raven. Da geht man abstampfen. Ja, shuffle. Ja, und ich bin da nicht so am Start beim Techno. Du wohnst in der WG mit deiner besten Freundin zusammen, oder? Ja. Möchtest du die grüßen? Liebe Grüße an Anni. Gibt's da schön Bierpong-Wettbewerbe und Trichtersaufen? Nee, bei uns gibt's Tee. Und bei dir? Gibt's da ordentliche Bunga-Bunga-Partys? oder auch Tee? Tatsächlich. Oder beides, oder nacheinander, kann ja auch sein. Ich habe letztens tatsächlich, ich will jetzt gar keine Werbung machen, weil du gerade vor meiner Nase stehst, letztens habe ich mir eine schnelle Brille angezogen. Aha, diese Dinger, die so... Und wir saßen so im Bus, das tun wir sehr oft, und haben uns deinen Rave-Mix reingezogen. Ah ja, Rave-Remix. Ja, stimmt. Die Boxen haben richtig geschallert. Auf. Ich liebe ja den Geruch von Tiefgaragen. Wer hat denn recht? Nass ist doch mal bleiben! Hundi von Alexander Markus. Hundi. Muss man dafür TikTok irgendwie suchen? Nein, Alexander Markus ist schon cool. Hundi hören wir immer, eine kurze Story dazu. Ja. Immer wenn wir mit dem Bus, fahren wir irgendwo in eine Stadt zum Auftritt. Und immer wenn wir in eine Stadt fahren, machen wir den Hundi-Song von Alexander Markus an. Die kann man auch immer wieder hören, ne? Der beste Song der Welt. Der Alter nicht. Ich habe noch einen schönen Fakt über dich. Und zwar hast du diesen Sommer deine erste Festivaltour gespielt. Ja. Dafür nochmal einen Riesenapplaus. Wie war es für dich? Erzähl mal ein bisschen. Es war sehr cool. Es war vor allen Dingen krass, weil jetzt von Anfang bis Ende so richtig doll, man hat so voll gemerkt, wie immer mehr Leute da waren. Und jetzt war am Sonntag Abschluss beim Lollapalooza. Und da war einiges los. Da Sauber. Hat der Bär gesteppt. Und bist du aufgeregt, wenn du auf die Bühne stapfst? Da beim Lolla war ich jetzt schon aufgeregt auch. Ich hatte davor einen Wodka-Shot getrunken. Aha. Und das hat mein Magen nicht gut bekommen. Und dann hast du gebrochen? Nee, aber mir war kurz schlecht. Ui, warst du kurz vor Überbrechen? Also war die ich Gefahr da? Ich dachte kurz, eventuell müsste ich gleich kotzen. Was hättest du gemacht? Du bist jetzt auf der Bühne, willst dann anfangen? Dann hätte ich den Justin Bieber gemacht. Ich hätte die Kotze aufgesammelt. Paula, du hast immer noch keinen Punkt. Das ist natürlich keine gute Werbung, aber du machst tolle Musik. Und du nennst dein Klavier Olaf. Ja, das stimmt. Mein Mikro heißt Mike mit AI. Oh, aber das ist gut. Stark. Und Olaf, gut zu dir? Olaf ist, glaube ich, sauer auf mich. Wieso? Ich bin so viel unterwegs, ich war jetzt 4 Wochen nicht da. Und ich muss Olaf gießen. Wieso denn das? Wieso muss man gießen? Olaf hat so ein System drin, dass die Luftfeuchtigkeit gleich bleibt, damit er sich nicht verstimmt. Ja. Dann musst du einmal alle 3 Wochen musst du. Warte mal, es ist ein Klavier? Ja. Ah ja. So ein richtig alter Schinken auch. Den mag ich ganz besonders gern, alte Schinken. Frag mich nicht, wie es mir. Ja, das lässt mal schön bleiben, liebe Nina. Das ist nämlich ein toller Song. Und zwar ist das nämlich dieser neueste Brenner, den man in den Radio immer hört. Gift von Rin und Schmidt. Wie hört ihr das so schnell da raus? Ihr seid Freaks. Paula, du hast ein Geschenk dabei. Krieg ich dann einen Punkt? Das können wir nicht verantworten, aber ich hoffe, nicht selbstgemachtes. Scheiße. Aber es bezieht sich auf was selbstgemachtes. Ah, auf die Toilette gehen. Riesenapplaus, was ist das denn, Junge? Wow. Hast du gecheckt, was das ist? Ja, da sitzt du auf dem Klo und kannst Basketball spielen. Kannst du von jetzt an nämlich sagen, ich gehe ein paar Bälle werfen? Du machst keinen einzigen. Super. Riesenapplaus, geil. Das ist ja toll. Bitteschön. Kept tumbling down in the city that we love. Wie heißen die denn nochmal? Old City, City Lights. But if you close your eyes. Wird nix. Haben Sie denn das Wort einmal drin? Ja, so unverzählbar. Aber wo singen Sie das Wort denn? Manchmal ist man Arzi. Kunst. Ja, das ist ja auch dein künstlerischer Anspruch und dann. Aber die Band hat 2 Drummer. Hast du auch Drummer? Ich hab meinen besten Freund, mein Drummer. Ui, Grüße raus, wie heißt er? Momme Hitzemann. Sauber, Momme Hitzemann. Sauber. Nein! Die Mädchen von Heiterbu. Von? Von Santiano.
Charlotte sagt, das ist falsch. Was? Mädchen von Heiterbu. Ja, aber die erste Antwort zählt, die war Mädchen falsch. Mädchen von Heiterbu ist richtig. Die erste Antwort war Leute. Falsch. Leute. Nein. Ja, ich habe das meinte als... Oh. Nein. Wasser aus. Wow. Runde raus. Rihanna? Doja Cat Woman. Ja. Und damit gewinnt Nina Zuber, kennst du den Song? Ja! Danke. Du nennst Rihanna Nas, natürlich. Natürlich auch ein Riesenapplaus für unsere Wildcarderin Paula! Krieg ich einen Mitleidspokal? Du bekommst einen kleinen Basketball von mir, den habe ich geschenkt bekommen. Und das ist ein Glücksbringer. Trotzdem natürlich, hier macht auch mal jemand 0 Punkte. Lena Meyer-Landrut hatte auch mal 0 Punkte, Mathea auch. Das ist ein gutes Zeichen. Wieso hat auch mal 0 Punkte? Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich einen Grund gehabt zum Flirten. Mist! Nächstes Mal. Oben ein tolles Video von Phil Laude und zwar jeder Großverdiener immer. Und unten gibt's die letzte Folge von Erkennst du den? Song.